Na, guten Tag. Heute ist das Thema Abmahnung der Kanzlei Savary aus Hamburg das Thema. Es gibt immer häufiger Abmahnungen, und zwar sind es wegen Erotikangebote im Netz. Wichtig bei dieser Abmahnung ist es, dass File-Sharing-Portale dafür genutzt werden, um Erotikangebote herunterzuladen. Dazu soll dann ein BitTorrent eingesetzt worden sein, ein sogenannter File-Sharing-Client, wo natürlich die Dateien geteilt werden. So, eine Abmahnung von Kanzlei Savary sollte man grundsätzlich nicht ignorieren, weil es kommt auch häufig zu Klagen. Deswegen kann ich euch nur dringend raten, meine Tipps dazu, nicht Kopf in den Sand, sondern Kopf aus dem Sand, Fristen aufschreiben, Hilfe suchen, Hilfe findet man im Netz oder hier bei dem Verbraucherdienst e.V. in Essen. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, schickt uns einfach eine Mail, ruft uns einfach an. Wichtig ist immer die Abmahnung beifügen und mal kurz erklären, was ihr von uns wollt. Und wenn ihr das gemacht habt, findet ihr sehr schnell Resonanz und ihr findet auch erfolgreiche Hilfe.